Und hiermit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Drive Your Truck Simulator 2. Ja, hier bei Nero Players mit dem Zengis. Ja, ich wage mich mal wieder hinters Steuer. Ich bin jetzt lange nicht mehr gefahren. Was heißt lange? Eine Woche ungefähr. Naja. Ist ja wie Radfahren quasi, ne? Verlernt man nie. Ja. Aber erstmal ho ho ho, es ostert schon sehr, ne? Meine Güte, es geht mal wieder rasant. Das ist echt kaum zu glauben. Naja. Ja, genau. Dann gibt's wieder bunte Eier. Ich muss mal kurz gucken. Nein, es ist noch nicht so weit. Ich habe keine bunte Eier. Bunte Eier. So. Ja, wir suchen uns erstmal wieder einen schönen Auftrag raus. Wo ist die Musik? Ah. Da. Ja. Ja. Okay. Bleibt manchmal stehen. Soll uns jetzt auch nicht so stören. Wir können wir. Ja. Ein bisschen durch Frankreich. Die eine Strecke hier sind wir schon gefahren. Von Lille nach Paris. Eingedeutscht mit S. Naja, und dann könnten wir jetzt von Paris nach. Hallo? Wieso treffe ich den Ort nicht? Rams. Wo ist es? Ja, okay, kann ich jetzt nicht drauf gehen. Egal. Da irgendwo. Okay, ja. Das ist doch gut. Radlader. Oder London Lille. Na, nee, den nehmen wir. Mit einem schönen Maestra, wie ich gerade schon sehe hier. Dann will ich mal sagen, Auftrag annehmen. Dann haben wir schon mal unsere Mission. Oh ja, diese schöne Chillout-Mucke, nenne ich es jetzt einfach mal. Das entspannt wirklich. Ach ja. Oh ja. Ich konnte mich aus der Kirche rausschleichen, also deswegen kann ich jetzt gerade aufnehmen. Nein, an Feiertagen bin ich sowieso jetzt nicht so, also ich bin nicht an Feiertage gebunden. Das finde ich eigentlich auch recht schön, wenn man hört, dass andere in der Kirche hocken, dann tun sie mir manchmal schon ein bisschen leid. Haben wir auch sowas hier, so ein Lämpchen? Ja, genau, wir haben nur hinten ein Lämpchen, das machen wir schon mal an. Rundumleuchte. Ja, Abblendlicht machen wir auch mal an. Okay. Ach, jetzt hat er den Motor schon vollautomatisch gestartet. Das freut uns natürlich sehr. Und, ja, dann wollen wir unsere schönen Radlader hier. Ja. komm. Naja, was ich sagen wollte, dann wollen wir mal unsere schönen Radlader nach Rennes bringen. Oder Reims? Genau, machen wir es auf die deutsche Variante. Reims. Von Paris nach Reims. Das ist wahrscheinlich wirklich Rennes, oder? Oh mein Gott. Rennes müsste es heißen. Naja. Ja, ich habe jetzt leider hier kein Französisch-Lexikon dabei und Google-Übersetzer, nee. Der zeigt ja so. Ja, der sagt einen dann zwar, aber das ist ja auch nicht immer so ganz koscher. Müssen wir erstmal raus manövrieren. Es ruckelt leicht. Es ruckelt nicht. Es ruckelt leicht. Es ruckelt nicht. Naja, es ruckelt wieder. Es ruckelt nicht. So. So wollen wir es haben. Dann begeben wir uns mal auf die Straße. Ja, das passt doch alles wunderbar. Wer sagt's denn? Oh. Genau, das war meine Beschäftigung an Karfreitag. Filme gucken. Kann ich nur empfehlen. Ah. Während
andere an unseren schönen Jesus denken. Ne? Guckt man Filme, an denen Leute genagelt werden. Nein. Jetzt nicht falsch verstehen. Bloß nicht falsch verstehen. Nein. Ganz harmlose Sachen. Wenn jemand Hundstage kennt, den Film, dann wird dieserjenige auch, glaube ich, wissen, warum ich jetzt am liebsten wieder kotzen würde, wenn ich an diesen Film denke. Den habe ich auch dann, an diesen schönen Feiertag. Ey, ist doch durchgezogene Linie, du Arsch, Mann. Habe ich auch in diesen wunderschönen Feiertag geguckt. Ne? Man hat ja auch sonst nichts zu tun. Wofür gibt's denn Feiertage? Da steckt der Name doch quasi schon drin, also die Tätigkeit, die man macht. Feiern, also dann sollen die irgendwie spröden Denktag oder so nennen. Oh, den haben wir jetzt ein bisschen ausgebremst. Naja, aber wieso ein Feiertag? Ich weiß nicht, wo da die Feier ist. Das verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Naja, vielleicht kann mir das ja jemand erklären. Klar, man feiert irgendwie, meine Güte, ist das sarkastisch. Man feiert den Todestag von Jesus oder die Kreuzigung. Juhu, er ist gekreuzigt. Lasst uns, nichts tun. Naja, ist ja auch irgendwie auf der einen Seite dann auch ganz schön, dann vergisst man es nicht, aber naja. So, ja, ich hatte schon überlegt, ob man mal hier die Ostergeschichte so während des Fahren liest, aber so viele Dislikes wollte ich dann auch wieder nicht, ne? Also, wohl. Ich weiß gar nicht, ich könnte ja mal einfach schreiben, in die Kommentare schreiben, was haltet ihr von der Bibel? Das ist einfach, ich finde das interessant, weil da gibt es so unterschiedliche Meinungen. Also klar, wir sind hier in Deutschland, da ist natürlich Bibel jetzt nicht alles. Es gibt ja noch viele andere Schöpfungsgeschichten, insgesamt Schöpfungsgeschichten und ach, ist das herrlich. Moment mal, hatte ich mich da nicht schon in der ersten Folge aufgeregt? Naja, lassen wir das Thema Bibel und so mal zurück. Und gucken wir. Oh Gott, ich dachte gerade schon, ich bin hier falsch abgebogen oder falsch gefahren. Und wenden wir uns mal den aktuellen Sachen zu. Ich hoffe, da kommt jetzt niemand. Sieht gut aus. Nämlich der schwierigen Aufgabe, Radlader durch Frankreich zu transportieren über die französische Autobahn. Ich mag diese Kurven nicht, echt. Ganz ehrlich. So, endlich. Dok, 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 dok. Schöner Blinkersound, echt. Ja, jetzt werden wir hier von der Sonne geblendet, quasi. Ja, über das Wetter kann man sich eigentlich gerade gar nicht so aufregen unbedingt. Das finde ich mal was Positives. Das gibt wieder weiße Ostern. Weihnachten ist ja schon. Ne? Ach, nein. Jetzt geht's los. Da sind die bösen Sachen. Die ganz bösen. Wir müssen dahin. Meine. Ach, dann nimm du dir doch. Ja, hier sind wir an der schönen Maut. Den Maut, Mautabnahme. Och komm. Oder Reservi, oder wie das hier heißt. Eingabe, so. Wunderbar, es geht weiter. Meine Güte, jetzt muss ich wieder erst beschleunigen und... Ich finde das echt schön gemacht hier, so von der Simulation her, aber in echt finde ich die Dinger nicht so schön. Naja, haben wir das auch mal erlebt, ist auch ein Erlebnis für sich, diese Oh, ein TGV. Oh, schön. Mal wieder eines dieser schönen
Lass mich da rein. Einer der schönen Details in diesem Spiel. Darf ja nicht fehlen, ne? Frankreich, TGV. Aber wieso sieht man noch nicht in Deutschland einen IC? Also ich habe zumindest noch keinen gesehen. Naja, ist ja auch egal. Da fahren dann irgendwelche anderen Züge rum. War ein sehr kurzer TGV. Sehr kurzer. Naja. Na, 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 na. Es regnet. Wunderbar. Ich hasse Regen. Kommt da hinten schon wieder eine Mautgebühr. Wird da wieder eine Mautgebühr fällig. So, muss man sagen. Nein, zum Glück nicht. Ach. Oh ja. Was für ein tolles Wetter. Ich liebe dieses Wetter. Meine Güte. Oh Gott. Ah, da hinten ist es schon wieder. Die Mautabnahme. Ich wette, ich will es jetzt nicht ausprobieren, aber wenn man da gegen die Schranken fährt, passiert rein gar nichts. Man bleibt einfach nur stehen wahrscheinlich. Komm, fahr. Fahr. Ah. Och nee. Guck mal, jetzt hier über andere lästern, ne? Und dann selber stehen bleiben erstmal. 21 Euro. Meine Güte, das ist aber Wucher hier. Meine Güte. Fahren kannst du aber auch nicht, ne? Mein lieber Mann da. Naja. Es regnet. Es regnet. Die Erde wird nass. Nee, doch. So war's doch. Es regnet, die Erde wird nass. Ah! Ja, bleib doch stehen. Also, ne, liebe KI, die man eigentlich gar nicht so nennen darf, ne? Nieren intelligent. Nichts. Ah, und da sind wir auch schon an unserer Zielstadt Rem angelangt. Man hat bis jetzt noch gar kein Atomkraftwerk in Frankreich gesehen. Wir sind halt doch so Atomfreaks. So, da ist die City, aber wir müssen ja weiter. Das ist eine ganz schöne Sache, nämlich den Steinbruch. Das ist wirklich eine sehr schöne Sache, finde ich, weil jetzt fahren wir mal ganz sicher, man weiß ja nicht, was die jetzt da vor uns machen. Die Töftöfs. Ja, sagte ich doch. Ja, der drängelt sich wahrscheinlich auch noch vor. Ne, der bleibt stehen. Schön, danke. Dafür hast du zweimal Warmblinkanlage bekommen. Als Dankeschön sozusagen. Sei froh, dass du so nett zu mir warst. Naja. Ist das ein Kackwetter? Mann. Letzte Folge war es andersrum. Draußen war Kackwetter. Oh, wir
nähern uns gerade der anderen Spur, das ist nicht so schön. So. Kann es mal aufhören zu regnen. Regen macht immer so depressiv, finde ich. Also nein. Auch, aber eigentlich ist es auch schön, wenn man, also solange man im Warmen sitzt. Ach ja. Blinker setzen. Eigentlich würde ich jetzt gerne so ein Special Oster Update, achso, die fahren ja alle da. So ein Special Oster Update haben, wo man dann irgendwie so XXL Ostereier transportieren kann. Das wäre mal eine geile Sache. Richtig fette Eier. Hinten auf den Auflieger unseres 40 Tonners. Eier. Dicke Eier. Bunte Eier. Ach, wo müssen wir noch? Ui, das ist aber noch eine weite Strecke. Boah. So, ja. Naja, noch eine Stunde. Anderthalb Stunden ungefähr. Dann werde ich mich wieder von diesem schönen Gefährt verlassen müssen. Ach, wir haben immer noch kein eigenes. Das kommt noch. Ich bin echt am Überlegen, soll ich mir jetzt so einen Kredit holen? Ja oder nein? Weil ist ja eigentlich eine ziemlich brisante Sache. Oh, eine schöne Moulin. Schöne Mühle. Da links. Dreht sich sogar. Oh. So, die fahren wir mal nicht alle um. Obwohl man das ja sogar machen kann. Na, die Leitplanke kann man nicht umfahren. Wäre ja auch doof, sie soll uns ja leiten. Ach, und es blitzt und es donnert. Du sagst, Mann, oh Mann. Oh, die Landschaft hier ist aber schön. Also irgendwie kommt mir das sogar wirklich französisch vor. Ich erinnere mich jetzt an einen schönen Urlaub in Frankreich. Oh, da kommt eine Schafkurve. Fahren wir langsam durch. Haben wir eigentlich mal wieder Schaden oder sowas? Nee, Gott sei Dank nicht. Nee, das hatte ich einmal, da wusste ich gar nicht, wieso ich Schaden habe, aber war dann halt so. Okay, also wie ich gerade feststelle, in Frankreich gibt es keine Atomkraftwerke mehr, zumindest hier nicht, sondern immer nur noch so Windmühlen, wo die Stadt Mühlsteine jetzt da schöne, ja, Dynamos eingebaut haben. Tolle Sache, ne? Und das Wetter wird wieder schön. Oh, 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 oh. So, schön. Schöne kurvige Landstraße. Ja, ja, ne? Hier dieser wunderbare Spruch. Wie war da gleich nochmal? Nur Hunde stehen auf Knochen. Echte Männer. Ne, also echte Trucker, echte Männer, die arbeiten, stehen auf Kurven. Ha, meine Güte. Ich habe einen Witz gerissen. Karneval ist doch eigentlich vorbei. Ah, da hinten ist unser Zielpunkt. Zielort kann man ja nicht sagen. Steinbruch. Wo lebst du? Im Steinbruch. Da ist sogar ein Bett drin. Ho, ho, ho. Wie viel Zeit haben wir noch?
sind wahrscheinlich mal wieder gnadenlos pünktlich. Verbleiben 4 Stunden und 51 Minuten. Och, das ist doch alles ganz entspannt. Oh, das LKW-Fahrer wird jetzt gleich erstmal schön im Steinbruch futtern gehen. Ah, da geht's schon links. So. Kommt uns keiner entgegen, das weiß ich schon, weil die KI, die fährt ja nicht die einzelnen Punkte an, die einzelnen Lade-, B- und Entladestationen fährt sie ja nicht an, fahren sie ja nicht an. Die anderen Trucks. Was ich eigentlich sehr schade fände, das wäre mal interessant. Also wenn da wirklich so mal auch ein bisschen Chaos herrscht. Wenn da nicht nur einer einparkt, sondern mehrere. Stelle ich mir sehr lustig vor, aber naja. Was ich eigentlich auch mal schön fände, wenn man nicht nur 40 Tonnen fahren könnte. Ah, da unten ist eine Straße. Auf der anderen Seite des Tales. Diese Sicht. Boah, hier bleiben wir jetzt erstmal stehen, ne? Machen Nickerchen. Ah. Solche Momente. Da fliegen die Vögels. Das Rauschen der Blätter ist zu vernehmen. Ein Ballon fliegt. Die Sonne scheint durch eine Wolke. Hier ist es still drin. Oh, das ist doch... Nein, das Bild ist jetzt... Was ist denn da mit den Schatten los? Ah, oh, das ist doch ein schönes Bild. Naja, genug geträumt. Es geht wieder weiter. Die Landschaft, die Landschaft. Ja, die tut's mir immer wieder an. Oh ja, Serpentinstraße sozusagen, kommen gleich, glaube ich. Oh. Das finde ich immer wahnsinnig. Aber die Leute, die sich da auf solchen Straßen richtig gut auskennen, auch Busfahrer und so, wie die da rumheizen teilweise. Ich versuche das jetzt mal hier so ein bisschen anzudeuten. Oh, jetzt beginnt hier die Schotterpiste. Mit 60 würde ich nie mit einem LKW über eine Schotterpiste fahren. Das ist eine dumme Idee. So, genau, jetzt beginnt der schönste Teil dieser Reise. Hier könnte man theoretisch auch mal runterheizen, aber... immer Angst, dass... Wo müssen wir denn da hin? Okay, das hat uns jetzt aber... Nee. Ah, dann müssen wir da noch einmal rum. Gurken. Also das finde ich zum Beispiel jetzt schon ziemlich schön gemacht. So. Aber ich sollte nach vorne gucken. Was ist das denn? Oh, meine Güte. Das macht mir regelrecht Angst. So, jetzt müsste ich hier eigentlich irgendwo mein Parkplatz an. Da ist er. Ist egal, wie rum wir parken. Ich hoffe mal. Sonst müssen wir erst wieder ein Wendemanöver einleiten. Okay, die Leute wollen speziell. Dann müssen wir jetzt hier erstmal wenden. Stop! So, boah, jetzt wird's lustig. Komm, Maestro. Boah, jetzt muss der doch total schief stehen eigentlich. Boah, wie der sich jetzt da hochkämpft. Schaut es euch an. Jetzt die Plastikverkleidung so langsam da verschwindet. So, wunderbar.
Ach doch, wunderbar. War echt schöne Geräuschkulisse auch. Da sieht man mal wieder, wie detailliert das Ganze ist. Genau, wir haben uns gar nicht unsere Zugmaschine angeguckt. So. Naja, egal, jetzt seht ihr es, Maestra. Französisches Kennzeichen und in einem wunderschönen Rot mit drei Achsen. Naja. Oh ja, hier ist es wesentlich ruhiger. Dann drücken wir auf T. Ausgezeichnet. So muss das sein. Und wir sind Level. Ja. 4 3/4 ungefähr, ne? Okay, fortfahren. Können wir aber eine Fähigkeit ausbauen oder sonst was? Ja, wir haben jetzt schon 34.957 Euro, sehe ich hier gerade. Ja, ansonsten hat andere, das ist egal erstmal. Mails haben wir keine neue. Das ist doch schön. Das war mal wieder eine unfallfreie Fahrt. Ja, und ganz in dem Sinne wünsche ich dann einfach mal frohe Ostern. Auch für diejenigen Leute dann sozusagen nachträglich vielleicht sogar. Naja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.